Neuigkeiten aus dem ETF-Handel an der Börse Stuttgart und das wöchentlich, so auch in dieser Woche mit Michael Görgens, Leiter des Fondshandels hier an der Börse Stuttgart. Und da kann man schon konstatieren, beim Blick auf die Umsatzspitzenreiter, die Anleger, die gehen rein in den DAX und raus aus den Emerging Markets. Ja, wir haben ja insgesamt eine sehr, sehr spannende Woche gehabt. Trotz des Feiertages haben wir tatsächlich Verluste in der vergangenen Woche, insbesondere auf die großen Indizes gesehen. Größte Thema hier war natürlich die Neuwahlen in Griechenland, die hier dazu beigetragen haben, dass auch der DAX deutlich herbe Verluste hinnehmen musste und mittlerweile knapp über 10% seit Anfang Mai verloren hat. Die Anleger haben die Chance genutzt, haben gerade zum Wochenausklang hin die starke Barriere, die sich ungefähr auf dem 6200er Niveau ergibt, genutzt, um hier tatsächlich neue Positionen aufzubauen. Das sind mittel- bis langfristige Positionen. Andere Anleger gehen mit gehebelten Produkten tatsächlich auch kurzfristig in die Märkte hinein, um hier auf steigende Kurse zu setzen und haben natürlich heute insbesondere, nachdem der DAX auch relativ gut eröffnet ist, hier schon an den Gewinnen partizipiert. Das heißt, um es nochmal klar nachzufragen, die ETF-Anleger hier in Stuttgart sind kurzfristig eher positiv für den DAX gestimmt. Also insgesamt für den DAX sind sie auf jeden Fall kurzfristig eher positiv gestimmt. Hingegen ist gerade im Bereich Emerging Markets eher Verkaufsdruck aufgekommen. Hier sind die großen breiten Indizes, die alle Emerging Markets wie Lateinamerika, Asien und Osteuropa abbilden, eher unter Druck gekommen. Man hat hier eher eine Verkaufswelle in dem Bereich gesehen. Natürlich, wenn Druck auf die großen Industrie-Titel kommt, dann haben insbesondere Emerging Markets oder besser gesagt Schwellenländer hier auch eher die negativen Impulse zu tragen. Wie schaut es denn bei den Neuemissionen aus? Ist man da fleißig gewesen in der letzten Woche? Also wir haben einiges in den vergangenen Wochen ja schon gesehen, was innovative Produkte im ETF-Markt angeht. Und ich habe heute noch mal ein paar Produkte mitgebracht, die Sektoren im S&P 500 abbilden. Luxor, die Tochtergesellschaft der Société Générale, ist hier erstmal unterwegs, tatsächlich mit Sektoren-ETFs auf den S&P 500, der weltgrößte Index. Damit hat der Anleger die Möglichkeit, hier in die Märkte auf Sektorenbasis zu investieren und das Ganze ist mittlerweile für sage und schreibe 20 Basispunkte möglich. Das Ganze gibt natürlich dem Sektorenbereich hier auch größere Innovationskraft und dadurch auch dem Anleger die Möglichkeit, in die verschiedenen Werte wie Finanzen, Energie und so weiter vereinzelt zu investieren. Michael Görgens, besten Dank für das Gespräch, die aktuellen Trends vom ETF-Handel an der Börse Stuttgart. Vielen Dank.